Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute sind dran die Muppets. Ja, wer kannte sie nicht in den 90ern? Die Muppets konnte man eigentlich kaum vorbei. Ich bin gespannt, wie das Game ist. Ich kenne das Game gar nicht. Die Puppenshow, die kannte ich natürlich. Und fand ich eigentlich ganz lässig, muss ich sagen. Vor allem dieses Durchbrechen der dritten Wand in einer Puppenshow fand ich schon immer irgendwie ganz lustig. Gut. Was nehmen wir hier? Wie nehmen wir es denn? Keine Ahnung. Ich drücke einfach Start. Oh, da muss ich jetzt. A und B bringt nichts. Start ist Pause. Select ist. Ich komme zurück zum Auswahl. Okay. Das ist ja so richtig lahm. Ich bin gespannt, ob das noch mehr besser wird. Wenn die Grafik jetzt wenigstens irgendwie der volle Hit wäre. Wer das Gameplay immer noch misst. So. Oje, oje, oje. Jetzt hat sie mich gekillt. Die Steuerung ist auch nicht besonders. Sollte man glauben, was kann man denn da, wie man sagen, was kann man denn da falsch machen bei so einem Spiel? Man kann nämlich nicht nach vor oder zurück die Geschwindigkeit irgendwie ändern. A und B bringt gar nichts. Man kann echt nur links, stupide links und rechts. Sonst nichts. Den Strudel ausweichen. Juhu! Und dann weichen wir hier rüber aus. Und das. Aha, der Strudel verzieht einen die Lenkung nach irgendwo hin. Ich frage, ob das Level designed ist oder ob es randommäßig kommt. Ich hoffe, dass das random ist, weil sonst wäre das Level Design echt unter aller Sau. Möchte ich mal nur so anmerken. Aber ich fürchte fast, das ist designed. Ich weiß es jetzt aber nicht. Und ich habe jetzt eigentlich auch relativ wenig Bock, das rauszufinden. Kann ich vielleicht doch ein bisschen beschleunigen mit runterdrücken? Geh, komm weg da. Da links runter. Da komme ich jetzt überhaupt nicht mehr rüber. Okay, nächstes Level. Ah nein, doch nicht. Ich muss nochmal. Okay. Was ist das da auf der Seite? Das darf man wohl nicht einsammeln? Oder war es gut? War es schlecht? Niemand weiß es. Es war wohl schlecht. Ich möchte wieder zurück, Leute. Das ist kein Spaß. Das ist wirklich kein Spaß. So, nächstes. Aha. Was ist das? Soll das Autodrom fahren sein? Oder wie? Und wieso schaut das so kacke aus? Tut mir leid, aber es schaut wirklich einfach schlecht aus. Aber es läuft flüssig. Muss man sagen. Es läuft flüssig, es läuft mega flüssig, aber es schaut halt auch wirklich mies aus. Sound ist okay, finde ich. Ja. Muss ich das überhaupt einsammeln? Man weiß es nicht. So, geht es da um Zeit oder keine Ahnung, worum es hier geht? Was ist, wenn ich da einfach immer geradeaus fahre? Schaut nach einer guten Strategie aus. Ah, Äpfel sind das keine, das sind Bomben. Okay. Muss man wissen. So. Ah, Bombe. Brauchen wir nicht. Und wann ist dieser Albtraum zu Ende? Komm schon. Ah, grüne Flagge schaut gut aus. Das ist das Ziel vielleicht? Nein. Okay, lassen wir das mit der grünen Flagge. Was ist das da wieder? Aha. Aha. Gleich bin ich tot. Ah. Ein Leben habe ich noch. Sehr gut. Das ist auch besprochen.
Next. Ist nicht zu ertragen, Leute. Space Ride! Oder? Ja, Space Ride. Oh. A ist Gas geben und man kann mit B schießen. Das schaut, das ist gleich bisher das Beste. Glaube ich, kann ich jetzt schon sagen, das ist das beste Game bisher. Auch wenn auch dieses Spiel relativ flach ist und wohl immer wieder auf dem gleichen Quellcode basiert, mit veränderter Physikumgebung. So haben sie das, glaube ich, programmiert. Wir haben einmal ein Spiel gemacht und haben dann die Physik geändert. Ich meine, das ist das gleiche wie das Autorennen. Nur, dass die Physik anders ist. Das ist Autodrom. Und es hat eigentlich nur mit den Muppets zu tun. Was hat das mit den Muppets zu tun? So ein Mist. Alter, es tut mir leid, das ist einfach ein Mist. Gut, schauen wir noch uns das Labyrinth an. Vielleicht kann das mehr. Okay. Da wurde wohl kein Code recycelt. Okay, ich habe das eingesammelt. Darf ich die Maus auch einsammeln oder muss ich die ja nicht einsammeln? Aha, next stage. Kann ich da irgendwie rübergehen? Na, da kann ich nirgends durchgehen. Wie komme ich da rüber? Hä? Ah, ich check schon. Ich kann da reingehen. Ah, jetzt kommt diese blöde Maus da. Ja, achso, die muss ich austricksen. Okay. Ich sehe schon, die Maus ist böse. So viel habe ich schon geschnallt. Da noch ein Geschenk einsammeln. Und noch irgendwas. Das dritte ist. Muss ich da wieder rausgehen? Gut, Maus rübergelockt. Und tschüss. Leute, ganz ruhig. So spannend finde ich das, Leute. Ja, das ist leider auch eher von den nicht ganz so spannenden NES-Games. Was für ein Verbrechen, Leute. Die Muppets. Schaut um die Muppets, das war eine coole Fernsehsendung. Das Spiel wird dem echt nicht gerecht. Muppet Adventure, wo ist das ein Adventure? Adventure, das ist eine Minispielsammlung. Das hätte auf der Wii erscheinen können. Jetzt hat er mich ein bisschen gekillt. Da gibt es einen Knochen. Er hat einen Knochen gegeben. Da hätte ich noch einsammeln. Einen guten alten Knochen. Das ist das Geschenk. Boah. Das macht die Wenn wir am Abend Let's Play, so wie ich, es ist jetzt gerade 23 Uhr und man fängt einmal künstlich zum Gehen an als Effekt und dann muss man instant sofort wirklich gehen. Und ich muss halt noch ein Video schneiden, Leute. Aber nicht kein Let's Play, sondern was anderes. Das dauert sicher noch Stunden. Relativ wenig Bock drauf, muss ich sagen. Ich würde eigentlich lieber noch ein paar NES-Games zocken, aber tja, das kann man sich halt manchmal nicht aussuchen. Videoschnitt, ja. Ich schneide meine Videos, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich auslachen, mit OpenShot, der Freeware-Software, weil ich ein armer Schlucker bin und keine Software gestohlen habe, so wie die meisten anderen, sondern ich versuche das mit Freeware zu machen. Und das Programm ist leider echt beschränkt in seinen Möglichkeiten, sagen wir mal so. Ist zwar umsonst, aber ich habe ein paar Versionen runterladen müssen, um hier wirklich, um das überhaupt halbwegs zum Laufen zu bekommen, weil die neueste Version war leider defekt. Naja, was soll ich euch sagen? Videoschnittprogramme. Wenn ihr ein gutes, kostenloses Videoschnittprogramm kennt, das mehr kann als OpenShot und stabil reint, dann rein in die Kommentare damit. Vielleicht hilft mir das mal weiter. Ab und zu muss ich Videos schneiden. So, alle paar Monate mal. Die Let's Plays schneide ich ja nicht. Die stelle ich einfach so online. Wäre noch schöner.
Let's Play schneiden, wo kommen wir denn dahin? Und ich sehe gerade, der Albtraum hat ein Ende, weil ich bin bei 10 Minuten und ich, länger tue ich mir das wirklich nicht an, Leute. Muppet Adventure, es ist kein Adventure da, die Muppets sind absolut austauschbar gegen jede andere Figur. Es hat, finde ich, gar kein Muppet-Flair, es ist eine Minispielsammlung und die ist nicht mal gut. Man kann sie nur alleine spielen und das Ganze ist einfach nur nutzlos. Tut mir leid, das ist einfach kein Spaß. Das ist einfach nur so. Muppets am NES. Muppets am NES, Leute, lasst es sein. Bringt nichts. Bringt keinen Spaß. Bringt gar nichts. Wahrscheinlich hatten nicht mal die Programmierer dabei Spaß zu programmieren. Vielleicht haben sie ein bisschen gelacht, weil so ein paar Kids dafür Geld ausgegeben haben. Das ist das, das einzig Lustige daran, dass es Kids gab, die dafür viel Geld hingelegt haben. Kann man lustig finden oder traurig. Naja. Ja, ja, das war's schon wieder. Leider wieder mal ein Müllgame. Aber so ist das halt, wenn man alle NES-Games zockt. Da ist eine Menge Müll dabei. Wirklich eine Menge Müll dabei. Und die Muppets gehören definitiv dazu. Aber nicht, weil die Muppets schlecht sind, sondern weil einfach, weil dieses Spiel mies ist. Gut, genug gerandet. Da unten abonnieren, da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, gebt mir einen Daumen hoch und haut was in die Kommentare. Schreibt mir was Nettes über die Muppets. Die Muppets haben was Besseres verdient als dieses Spiel. Danke, Leute. Ciao, ciao.